Einige nannten unser Jumping-Puzzle leicht. Sie sagten, die Herausforderung hätte gefehlt und dass wir zu human gewesen wären. Doch wisst ihr, was ihr da heraufbeschwört? Wollt ihr das wirklich? Dann wagt euch nun auf neue Wege und verzweifelt! Ihr habt richtig gesehen, es gibt ein neues Jumping Puzzle in unserer Gildenhalle, dem verlorenen Abgrund, welches von Steffen und mir in der Nacht auf den 12. September errichtet wurde. Und es ist um ein Vielfaches schwerer geworden als unser erstes Sprungrätsel. Denn nun braucht man nicht nur zwingend die Beherrschung des Gleitens, sondern zusätzlich auch noch Lehnen und an einer Stelle sogar das erweiterte Gleiten. Zudem ist das neue Jumping Puzzle länger, enthält teils extrem gemeine Sprünge und es gibt keine Abkürzungen mehr und an fast allen Stellen müsst ihr bei einem Sturz wieder von ganz vorne beginnen. Als wäre dies nicht schon schlimm genug, ist es uns auch wieder sehr gut gelungen, das Sprungrätsel in die vorhandene Architektur der Halle einzubinden und dies sogar über längere Passagen. Das bedeutet also, dass der Weg nun nicht mehr so offensichtlich ist und ihr euch im schlimmsten Fall sogar verlaufen könnt. Doch auch dieses Mal soll diese Tortur nicht unbelohnt bleiben und das Preisgeld ist sogar höher. Die neue Gewinnaktion läuft bis zum 15.10. um 18 Uhr. Jedes LDJ-Gildenmitglied, welches das Jumping Puzzle bis dahin schafft und einen Beweis-Screenshot vom Ziel schickt, bekommt dieses Mal 15 Gold. Außerdem sammeln wir die Namen der Gewinner. Am 15.10. wird dann unter den Gewinnern noch ein Sonderpreis verlost. Der Sieger bekommt den Ticket-Waffenskin Glitzernder Langbogen, welcher aktuell einen Wert von 120 Gold hat. Außerdem darf er sich aussuchen, ob er die Sonderfarbe Schattenlila oder Schattentürkis haben möchte. Die übrige Farbe wird dann noch an eine weitere Person verlost. Schickt eure Screenshots auch diesmal an die E-Mail-Adresse feedback@gw2-jäger.de. Den genauen Startpunkt des Sprungrätsels verraten wir euch wie beim letzten Mal nicht, aber dies ist das Gebiet, in dem ihr danach suchen könnt. Diese Gegend ist übrigens auch mein Lieblingsort in unserer Gildenhalle und nicht nur deshalb hat das neue Sprungrätsel auch optisch mehr als das alte zu bieten. Es führt euch vom Nordosten der Halle bis in den Südwesten. Unser Ziel befindet sich auf dem Felsplateau über dem Steinadler. Dort haben wir unter anderem einen hübschen Partybrunnen für euch aufgestellt. Es gibt zudem eine Statue, die mit einer Inschrift versehen wurde, welche ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Geht einfach ganz dicht an die Statue und drückt dann die Interaktionstaste. Gegenüber befindet sich noch ein Grabstein, welcher ebenfalls eine Inschrift enthält. Um Mogeln auszuschließen, haben wir das alte Sprungrätsel fürs Erste unzugänglich gemacht. Nach der Verlosungsaktion werden wir es aber wieder für euch öffnen. Ab dann gibt es also zwei Jumping Puzzles bei uns. Also, ihr wisst, was zu tun ist und wir sind schon sehr gespannt, wer es tatsächlich packen wird. Bleibt tapfer und denkt zur Motivation an die Belohnung. Doch seid gewarnt, trotz all unserer guten Erfolgswünsche werden es nur die Besten schaffen.